Geothermie ist die Nutzung von gespeicherter Erdwärme zur Erzeugung von Wärme und Strom. Bei der oberflächennahen Geothermie wird aus einer Tiefe von bis zu 400 Meter Wärme mit relativ geringer Temperatur gewonnen. Daher muss zum Heizen die Temperatur mit Hilfe von Wärmepumpen angehoben werden und eine Erzeugung elektrischer Energie ist nicht möglich. Ihren Einsatz findet die oberflächennahe Geothermie in Einfamilienhäusern, Gewerbeimmobilien und Wohnsiedlungen. Bei der Tiefengeothermie wird Wasser mit einer Temperatur von maximal 160 Grad aus einer Tiefe von höchstens 5000 Metern gewonnen. Aufgrund der höheren Wassertemperatur sind Tiefengeothermieanlagen deutlich leistungsfähiger. Sie können Strom erzeugen und mit dem Wasser ganze Städte beheizen. Geothermie ist umweltschonend, da es kaum Schadstoffe verursacht und landschaftsschonend ist. Außerdem ist sie unabhängig von Sonnenlicht und anderen Wetterbedingungen und ist eine erneuerbare Energiequelle. Geothermie steht im Verdacht, Erdbeben zu verursachen, da Wasser mit sehr hohem Druck durch den Boden gepumpt wird. Außerdem ist die Nutzung von Geothermie standortabhängig.